Figur des Peer Gynt hat ein Label auf der Stirn mit dem ersten Satz, du lügst. Also ist per se mal ein Lügner, aber was da alles dranhängt, für mich ist er ein Schwärmer, ein Fantast, ein unglaublicher Fantasierer, auch jemand, der die Realität nicht wahrhaben will, ja, und dann eben durch den Knopfgießer auf den harten Boden der Realität geholt wird, um ihm dann sozusagen wieder was vorzulügen oder ihm wieder was zu erzählen. Entschuldigung! Ah, Entschuldigung! Du heißt nicht zufällig Peer. Peer Gynt. Ach, das ist ein Glück. Gerade den soll ich heute holen. Peer Gynt handelt von einem Menschen, der plötzlich feststellt, dass er zwar immer der Einmaligkeit, dem Besonderen nachgejagt ist und trotzdem in seinem Leben eigentlich nichts erreicht hat. Der Knopfgießer droht ihm damit, ihn einzuschmelzen. Also Peer soll nicht nur sterben, sondern schlimmer noch, seine Seele soll eingeschmolzen werden, weil er es nicht geschafft hat, im Leben einzigartig zu sein. Das macht die Figur des Knopfgießers so spannend, weil eben nicht ganz klar ist, ist das der Tod selbst, ist das sozusagen ein Gesandter des Todes oder ist es einfach das Gewissen oder das Gewissen, das zu uns selber spricht und irgendwann mal sagt, halt mal, worum geht's in deinem Leben? Wer bist du selbst und was machst du mit deinem Leben? In der Ballettversion haben wir diesen Moment, dass der Knopfgießer kommt und sozusagen Rechenschaft fordert von Peer Gynt, an den Anfang gestellt, sodass eben der ganze Abend die einzelnen Episoden in der Rückblende vor seinem Auge entstehen. Was man am Abend sieht, ist mehr oder weniger das, was sich in der Fantasie von Peer Gynt abgespielt hat. Kann auch schön sein, indem man eine Situation für sein Gegenüber einfach angenehmer macht. Manchmal ist die Wahrheit einfach desillusionierend. Es gibt einen Moment im Stück, wo die Lügen von Peer Gynt auch segensreich sind. Das ist, wenn seine Mutter stirbt. Er lügt, aber nicht um, so wie sonst, wieder als der tolle Hecht dazustehen, sondern um ihr den Weg hinüber zu erleichtern. Und das ist eigentlich auch bei uns im Stück, im Abend, im Ballettabend, ein zentraler Moment, wo auch nicht die Musik von Edvard Grieg zu hören sein wird, sondern ein zeitgenössisches Stück von einer isländischen Komponistin, was eben diesen Einschnitt, diese Zäsur im Leben von Peer Gynt dann auch klanglich markiert. Die Schauspielmusik von Grieg, die er zu dem Drama geschrieben hat, ist unsere Vorlage, unser dramaturgisches Modell, nach dem wir uns gerichtet haben. Zwischen die originalen Nummern, weil auch nicht alle verwendbar waren, weil es gibt ja auch Nummern mit Gesang, es gibt Nummern mit Chor, haben wir dann auch andere Stücke von Edvard Grieg gefügt, aus den norwegischen Tänzen, aus den lyrischen Stücken und eben auch ein Stück von einer isländischen Komponistin, von der Frau Sigfúsdóttir.
Also das Stück heißt Oceans. Es ist ein sehr lautmalerisches Stück, das tatsächlich eben die Weite des Ozeans und auch seine verschiedenen Zustände von großer Ruhe bis hin zu Aufgewühltheit musikalisch darstellt. Genau diese Weite haben wir gebraucht, um nach dem Tod von Peer Gynts Mutter auch sozusagen die Verwandlung des Charakters irgendwie darzustellen. Nachdem die Mutter nicht mehr ist, ist er auch ungebunden und kann sich sozusagen auf ganz neue Abenteuer in ganz neuen Weltgegenden begeben. Er erfindet sich immer wieder neu. Er erzählt, was er angeblich alles erlebt hat. Er wechselt die Identitäten. Er sieht sich als Abenteurer, als Frauenheld, als Geschäftsmann, sogar als Schiffbrüchiger, sogar als Mörder. Er hat sich immer nur von einer Identität zur nächsten gerettet oder sich nie wirklich auf was richtig eingelassen. Und am Schluss stellt er fest, er hat eigentlich sein ganzes Leben lang eine Person geliebt, die Solveig, die die ganze Zeit auf ihn gewartet hat. Und das ist der Moment, wo es für ihn vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt, aus der Kelle des Knopfgießers, in der er eingeschmolzen werden soll, herauszuspringen. Denn die Liebe von Solveig, die macht ihn dann doch einzigartig.